Moin Leute und herzlich willkommen im nächsten Teil Frank on Tour. Oh, bin ich mal gerannt. Nachher mehr. Jetzt mal mit Ruhe. Ich bin wieder unterwegs. Flussangeln. Hier im Herbst. Vollmond. Ja, kurz entschlossen. Sachen gestern Nachmittag reingeschmissen. Aber wirklich ganz kurz entschlossen. Wahrscheinlich 3 Nächte Zeit. Mal gucken. Plan A ist schon mal fehlgeschlagen hier. Ich wollte hier den Weg lang. Stand da war ein freundlicher Polizist und hat mich darauf hingewiesen, dass ich hier nicht reinfahren darf. Eigentlich hatte ich vor, da das Boot ins Wasser zu lassen und von hier aus mehr oder weniger überzusetzen. Jetzt muss ich erstmal wieder schauen, wo ich hinfahre, um das Boot vernünftig ins Wasser zu kriegen und wo ich einigermaßen das Gefühl habe, dass das Auto sicher steht. Und das ist auch immer so ein Faktor, den man dann auch immer beachten muss. Jo, jetzt habe ich wieder zu viel gequatscht und jetzt muss ich erstmal Google Maps und gucken. Überfahrt war gar nicht so einfach. Motor streikte, der Benzinhahn hat nicht aufgemacht, hatte mich schon abgestoßen. Gott sei Dank konnte ich mich dann noch an den Büschen wieder ans Ufer ziehen, denn rudern ist mit dem vollen Boot dann auch nicht mehr. Hat dann noch Gott sei Dank noch geklappt. Nächstes Mal auf jeden Fall vorher eine Kontrolle machen, erst laufen lassen, so wie immer. Aber keine Ahnung. Der ist mir zu Hause einmal umgekippt, der Motor, deshalb. Und sah erstmal alles in Ordnung aus. Aber nachdem ich den nur halb zerlegt hatte, fiel mir dann auf, dass der Benzin dann zwar auf steht, aber nicht wirklich offen war. Naja, nur mal von der Geschichte ein bisschen rumgebastelt, wieder ans Laufen gekriegt. Ich bin ja an einer jungfräulichen Stelle, glaube ich, ja. Und das hier sieht, da unten ist das Boot. Das Coole ist, dass hier draußen wirklich Struktur ist. Hoch, runter, wie hier selten. Ich bin ja schon ein bisschen mit dem Echolot auch rumgefahren. Ja, Zelt stelle ich hier oben auf. Unten die Routen. Und dann mal gucken, was geht. Jo, kurzes Resümee. Routen liegen, schön gestaffelt bis zur Fahrrinne rein. Strukturen gefunden, tiefe Löcher. Na gucken, wenn die Fische reinziehen oder vorbeiziehen, durchziehen und sollten da eigentlich auch meine Stellen treffen. Also, Daumen drücken. Mehr kann man nicht machen. Wenn was geht, seid ihr dabei. Ich hoffe, bis gleich. Ich hoffe jetzt, dass das jetzt mal normal läuft jetzt hier. Donnerwetter. Hoffentlich hängt er nicht jetzt schon wieder irgendwo fest. Bis jetzt fühlt sich noch alles gut an. Mann, war das jetzt ein Ding. Karpfen sein. Das wäre ja mal geil, ey. Mein Schnur wird da noch hier rumfliegen.
südlichen Karpfen mal. Ist ein schöner Karpfen, ein guter. Ja, Leute, Karpfen! Ja, und dann auch noch ein guter. Halbe Stunde hier mit Sicherheit mit dem Schnurretter die Schnur rausgepopelt. Hab dabei gleichzeitig zwei andere Schnüre noch rausgeholt. Und jetzt, der Fisch ist wirklich noch on. Aber nicht nur der. Ach, der geht doch schon wieder ab, der Scheiße. Und jetzt hoffen wir, dass wir den nur noch heil in den Kescher kriegen. Ich bin echt im Chaos. Mein Bruder spielt ja eine Rolle. Junge, 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 Junge. Ich zeige euch gleich mal, was ich alles aus dem Wasser gefischt habe hier. Ich möchte gar nicht wissen, was ich alles in den Händen hatte. Aber ich glaube, ich habe die Kamera zwar angedrückt, aber ich glaube, die ist nicht angegangen. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie an ist. War natürlich ein Fehler. Aber wir machen. Hatte alle Hände voll zu tun. Mann, ein langer, richtiger Flussschuppi ist das. Der aber auch auf jeden Fall Mitte 20 Pfund geht. Mal gucken. Na? Na, 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 na. Na, jetzt könnte sein, na, da kommt. Na, komm. Auf jeden Fall gelohnt. Immer am Ball zu bleiben, immer einen Schnurretter im Boot zu haben und sich darauf vorzubereiten, wenn mal was schief geht, auch wirklich so lange zu versuchen. Jetzt habe ich Glück gehabt, dass das tagsüber war. So was in der Nacht, boah, super GAU. Immer die Nerven behalten. Gut. Wie gesagt, schaut mal hier, was ich alles rausgeholt habe. Und das ist nicht meine Schnur. Ja, das ist die Schnur von irgendjemand anderem. Äste mit Muscheln dran. Deshalb fische ich ja so nah da dran. Damit die kommen ja immer dahin, wo sie auch was zu knabbern kriegen, die Jungs. Gut, jetzt mache ich aber erstmal die Kamera aus. Ruder vorsichtig zurück, bereite alles vor und dann machen wir kurzen, knappen, schönen Shot. Und dann kann der Junge sofort wieder zurück ins Wasser. Das war auf jeden Fall ein ziemlicher Akt. Ich habe es aber geschafft. Also deshalb immer wichtig auch im Boot, wenn man so fischt, auch immer ein Rettungsding dabei haben. Jetzt möchte ich mal nicht lange quatschen, weil der Fisch möchte auch wieder ins Wasser zurück. Gut, da haben wir ihn. Ja, ist ein schönes Ding. Boah, wie ist jetzt noch? Irgendwie entspannt sich ein bisschen. Schöner Fisch, ne? Zurück mit dir. Oh. Freut mich, sowas freut mich. Gott sei Dank alles klar gegangen. So. Jo, die muss ich jetzt erstmal richten, die Route wieder. Das war die vom Fang, da muss ich alles kontrollieren, weil die habe ich schon ziemlich hart angenommen. So, dann wieder im Rennen. Ja, normalerweise sollte man ja schnell wieder rein, aber ich hätte ich auch gemacht, wenn die Schnur da nicht gehangen hätte am Spot. Aber ich habe da jetzt so Kalaber gemacht am Spot, dass ich erstmal davon ausgehe, dass ich alles verscheucht habe, was in der Nähe gewesen sein muss. Und deswegen komme ich das jetzt ein bisschen entspannt. Normalerweise so schnell wie möglich wieder Route rein
und weiter geht's. Gut. Wir wollen mal ein bisschen arbeiten. Jo, machen wir eine neue Schlagstunde drauf. Die alte schon runter. Bisschen oben schon auch noch 20, 30 Meter. Aber ich mir nicht sicher, aber ob die nicht auch gekriegt hat. Jo. So mache ich mein. Laufen. Durch. Schwupp. Genau da, wo ich reingekommen bin, auch wieder durch, das ist wichtig, und ziehe den Rums einfach zusammen. Schauen wir mal, wichtig ist, dass der ganze Kram gut zusammengezogen ist. So. Gut, schneiden wir die innen ab, aber ich mache noch Folgendes, ich mache noch Sekundenkleber da drauf, auf den Knoten, ja, und ja, toi toi toi, bisher habe ich mit dem einfachen Knoten nie Probleme gehabt. Wie ein D-Zug und auf einmal, das war jetzt hier auch ein bisschen Glück haben. Oh, oh, da gehen die Bäume. Oh, oh. Okay. Nerven behalten. Ich habe eigentlich alles bei, was ich brauche, aber das ist schon krass. Das ist schon krass. Vor allen Dingen, weil er dahinter mit Sicherheit schon wieder in irgendwas anderem hängt. So. Nicht dabei, keine Chance, nicht erwischt, oder? Da geht irgendwas weg, da ist er. Doch diesmal versuche ich es jetzt zu packen. Jo, diesmal haben wir es. Puh, da muss ich noch mehr Chaos machen. Jetzt beide Enden nehmen und versuchen, das Hindernis frei zu kriegen. Mal gucken. Nehmen wir mit der Rohre. Da haben wir die eine Seite. Da haben wir die abgespannte Schnur. Und da muss ich jetzt die andere Schnur packen. Dann hätte ich schon keine schlechten Karten, das zu meinen Gunsten zu bringen. Zumindest das hier. Das ist los. Gut, gucken wir mal. Kommt der nächste Ast hoch.
Schön mit Muscheln. Alles voll. Aha. Zumindest sieht er da hinten rum. Der nächsten Ast. Leute, der Fisch ist noch drauf und scheint wirklich ein Karpfen zu sein. Ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde hier probiert und irgendwann doch wirklich den Scheiß gekriegt. Und der Fisch ist auch wirklich noch dran. Junge, Junge, Junge. Schuppenkarpfen, ne? Ja. Das war jetzt echt ein Ding hier. Nummer 2. Mann, war das eine Aktion. Zwei Stellen voll festgesetzt. Zweimal mit dem Retter da dran. Schon ordentlich mit dem Bauch. Naja. Ah, fein, oder? Ich bin auf jeden Fall schon happy, zwei von den Flussbullen hier gefangen zu haben. Die haben mir echt nicht leicht gemacht. Wie gesagt, beide haben mich festgesetzt und ja sogar zweimal. Mitte 20 hat der mit Sicherheit auch, andere hat 25, der könnte noch ein Kilo mehr haben. Gut, wieder zurück zum schönen Fisch. Geil. Die Route wieder neu gelegt kriegen. Ja? Aber ich habe keine Route fällig und der Wind drückt mich. Der drückt mich weg hier. Das ist ein bisschen ein Problem, aber ich glaube, das ist schon mal der Bereich, wo ich hin muss.
mal kurz Resümee für den ersten Tag. Konntest zwei Fische fangen. 25, 27 Pfund, zwei schöne Flussschuppis. Hab die Routen jetzt gerade noch mal neu gemacht. Ja, mal gucken, was die zweite Nacht bringt. Die erste Nacht war ja nichts. Mal gucken. Vielleicht kommt da noch einer. Bin aber jetzt schon zufrieden mit den beiden Karpfen. Und, jo. Wenn was geht, dann seid ihr wie immer dabei. Und naja, wenn nicht, dann sehen wir uns morgen früh. Drückt mal die Daumen. Morgen gehen. Hüppa. Hüppa, hüppa. Na komm. Drillen kann. Oh, ein schöner Spiegel ist das. Ich denn auch? Ja. Got him. Oh ja.
Jo. Der erste Waller. Müsste da am Band hängen, wie sich das anfühlt. Kein großer. Aber da muss auch raus. Jepa. Jepa, du. Mal gucken, ob ich das ohne Außenboden alles hinkriege. Oh, jetzt hängt er hier nur. Er hängt nicht. Oder? Sind drei. Nee, zwei. Oh oh. Oh oh, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, das merkt man recht schnell. Ja, aber ein kleiner Siluri. Gut, den keschern wir mal kurz und dann lassen wir ihn direkt wieder frei. Cool. Tschüss. Ach ja, soll ich mich darüber ärgern? Ja. Ich saß gerade unten, hab den Außenborder nachgeguckt. Der ging vorhin aus. Ja, ich springe am Anfang auch nicht so an. Ja, ich hoffe, jetzt wird alles geht. Da lief die Route jetzt gerade ab. Deshalb bin ich erstmal nach oben, hab direkt gemerkt, die Schläge aus kleiner Welt. Geh erstmal die Kamera holen. Dann ruhig gemacht. Und jo. Gerade einen Anruf gekriegt. Sofort hier einpacken. Ich muss nach Hause. Leider muss ich die Tour jetzt hier abbrechen, aber. Ist jetzt äußerst wichtig, sind so Sachen, die passieren nicht so oft im Leben und das geht definitiv vor und ja, ich werde jetzt hier die Tour abbrechen, werde jetzt hier auch nicht mehr weiter filmen, alles so schnell es geht und dann so schnell wie möglich nach Hause. Leute, echt krass, aber na gut, okay. Wenn euch das alles hier gefallen hat, wie auch immer, Daumen bitte nach oben da lassen. Denkt dran, ich bin nur hier Amateur, ich habe keinen Kameramann dabei, ich bin alleine unterwegs. Und gut, ich bin jetzt noch ein bisschen noch geschockt von den Nachrichten, die ich gerade bekommen habe. Und ich muss jetzt los. Leute, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.